Heyo Leute, Crymax hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Roblox und heute, meine Freunde, werden wir unser eigenes Restaurant eröffnen. Ich habe richtig Bock, Leute, wir machen heute den Paul Berger Burgerladen auf, würde ich mal behaupten. Das hier ist aktuell unser Restaurant, es ist noch relativ klein, meine Freunde, also wenn man sich hier so umschaut, manche haben hier schon so richtig krasse Restaurants, wir haben hier noch so ein kleines Schmalspur-Restaurant, aber Leute, wir werden natürlich immer der krasseste in Roblox werden. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da, Leute, und ich würde sagen, als allererstes müssen wir natürlich erstmal unser Restaurant eröffnen, damit wir anfangen Geld zu verdienen. Wir haben aktuell gerade mal 100 Dollar, Leute. Und das hier ist unser erster Besucher. Wir lassen ihn jetzt hier mal rein. Wir geben dem jetzt hier erstmal einen Platz. Wir haben noch gar keine Angestellten, noch überhaupt nichts, meine Freunde. Wir müssen uns hier erstmal hochspielen, würde ich mal behaupten. So, einen Koch haben wir auch noch nicht. Das heißt, wir müssen hier sogar das Essen noch alles selbst kochen. Aber Leute, ich denke mal, wir werden gleich mit dem ersten Geld, was wir verdienen, auch mal ein paar Paul Berger einstellen. So, hier, der hat jetzt sein Essen, was er essen will. Da müssen wir hier das einmal machen. Und jetzt müssen wir hier sogar noch selbst kochen, Leute. Also wir haben hier wirklich gerade richtig viel zu tun. Wir müssen hier gerade das ganze Restaurant alleine schmeißen und da hinten kommen schon wieder neue Kunden. Oh Gott, Leute. Ey, wir müssen unbedingt einen Kellner einstellen. Das ist hier zu viel. Das ist zu viel, Leute. Wir brauchen unbedingt einen Kellner so und jetzt hier essen, los, schnell essen und schön Trinkgeld da lassen und so. Ihr wollt alle Plätze, ihr wollt Sitzplätze haben, kein Problem. Ihr kriegt auch Sitzplätze und du kriegst einen Einzelplatz da an der Bar noch. Oh mein Gott, Leute, ich bin voll überfordert. Jetzt muss ich hier für alle noch die Bestellungen und sowas machen. Leute, nee, so nicht. Wir stellen jetzt hier erstmal direkt für 100 Dollar einen Kellner ein, der uns hier ein bisschen hilft. Kochen können wir ja am Anfang ja noch selbst, weil jetzt haben wir hier nämlich kein Geld mehr, um noch einen Koch einzustellen. Es geht hier direkt los, meine Freunde. Und hier kommen schon die ersten Gerichte rein, die wir jetzt hier machen müssen. Zack, hier schön kochen, Leute. Ich glaube, mit dem ersten Geld, was wir verdienen, also mit den ersten 100 Dollar, die wir jetzt haben, würde ich sagen, holen wir uns am besten auch einen Koch, dass hier direkt automatisch für uns gekocht wird, Leute. Weil ich glaube, sonst ist das hier echt ein bisschen viel Arbeit. Wir sind ein besserer Chef, würde ich mal sagen, behaupten. Ja, man kann hier nicht alles machen. Ja, so läuft das hier. Ich würde sagen, wir werden uns dann lieber mehr darauf konzentrieren, das Restaurant gut zu managen. Das heißt, wir sorgen dann dafür, dass das Restaurant wächst, Leute. Dass wir schöne neue Möbel kaufen, dass wir genug Geld verdienen, dann machen wir lieber so, Leute. Okay, oh, wir haben jetzt schon 60 Dollar verdient. Okay, das ist doch gut, Leute. Perfekt. Also unser Kellner, der macht hier einen guten Job, muss ich sagen. Hier will noch jemand einen Sitzplatz haben. Haben wir hier überhaupt noch genug Plätze? Ich weiß es gar nicht. Also die normalen Tische, die sind auf jeden Fall alle belegt. Jetzt hier nochmal schön was kochen. Oh Gott, Leute, wir brauchen auf jeden Fall einen Koch. Wir müssen auf jeden Fall einen Koch einstellen mit 100 Dollar, die wir gleich haben. Und Leute, ihr kennt mich. Wir werden natürlich hier auch gleich mal wieder ein paar Robux ausgeben. Ich denke mal, so 1000 Robux werden wir hier auf jeden Fall raushauen. So, das kochen wir jetzt hier noch. Und jetzt kann hier aber gleich hoffentlich mal ein bisschen hier Geld verdient werden, ja? Wir brauchen jetzt hier mal einen Koch, Junge. Ich will hier nicht mehr in der Küche stehen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, den Laden hier schön zu machen. Okay, sehr gut. Oh, wir haben auch eine Quest abgeschlossen. Das ist doch auch schon mal gut. Oh, wir haben 140 Dollar, Leute. Das bedeutet, wir stellen jetzt hier noch einen Koch ein. Hier, und zwar den guten alten Preston heißt der. Der ist jetzt unser Koch. Das heißt, wir müssen jetzt hier nicht mehr hinter der Theke stehen. Das ist doch auch schon mal was Gutes. Und da kommen direkt schon wieder die Nächsten. Also an sich, Leute, haben wir jetzt schon ein komplett von alleine laufendes Restaurant. Ja, also der Kellner macht hier seinen Job. Der Koch ist hier irgendwie noch ein bisschen verwirrt. Bro, was machst du denn? Weißt du nicht, wo es lang geht oder was? Hast du hier gerade, gibt es keine Bestellungen? Ah, nee, okay, es gibt gerade tatsächlich keine Bestellungen. Oh, okay, gut, Leute, dann alles halb so wild. Ich würde sagen, in der Zeit, wo unser Koch hier mal anfängt, schauen wir uns hier mal die Boosts an, die es hier gibt, Leute. Wir können uns hier natürlich wieder so gewisse Sachen kaufen, Leute. Oh mein Gott, wie viel Geld sollen wir ausgeben? Was kann man sich denn hier kaufen? Was bringt denn VIP, Bigger Restaurant, Auto Collect? Was ist das denn hier alles? Ein Money Tree? Das hört sich ja hier alles gut an. Dann können wir uns hier einen Geldbonus direkt mal am Anfang kaufen. Hört sich auch gut an. Was kann man hier noch kaufen? Ich finde eigentlich, das VIP hört sich gar nicht mal so schlecht an. Oder Rich Customers. Sollen wir uns Rich Customers holen? Kaufen, lassen die dann mehr Trinkgeld da oder was? Wisst ihr was, Leute? Wir kaufen uns jetzt einfach mal VIP. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was das bringt, aber wir haben es jetzt einfach mal gekauft. So, okay. Wir haben uns VIP gekauft. Was haben wir denn jetzt davon? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es hat 400 Robux gekostet, Leute. Wie immer natürlich nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Gebt kein Geld für Videospiele aus. Ihr kennt mich doch. Oh, Leute, und hier außen steht 9 Customers. Okay, also wir hatten bis jetzt hier 9 Kunden bei uns. Ist jetzt an sich mal erstmal noch nicht so viel. Was ist denn das hier überhaupt hier hinten? Und zwar hier kann man sich ein zweites Stockwerk für 4.500 Dollar kaufen. Okay, gut, Leute, brauchen wir aber eigentlich noch nicht, weil hier ist ja noch genug Platz. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal noch ein paar Tische und sowas kaufen gehen. Und dann können wir nämlich hier auch noch in so einen Shop gehen. Und hier können wir uns Sachen kaufen für unser Restaurant, Leute. Also hier bessere Kochsachen können wir uns hier bessere kaufen. Dann hier irgendwie so Zeug. Okay, gut, Leute. Warte mal, was ist das denn hier? Golden Tip Jar. Customers have 50. Oh, was? Die lassen mehr Trinkgeld da? Okay, das ist eigentlich auch eine gute Sache. Und hier können wir auch Sachen verkaufen. Leute, guck mal, ich habe hier nämlich auch schon ein paar Sachen im Inventar, die wir auch gleich mal auf jeden Fall aufstellen müssen. Das sieht auch eigentlich schon ganz schön aus hier, modernes Zeug. Sollen wir uns mal, das kostet nur 150 Robux. Komm, wisst ihr was, Leute, wir kaufen uns das jetzt mal. Vielleicht machen wir dadurch viel mehr Geld, weil die Leute dann dadurch mehr Trinkgeld da lassen. So, das haben wir jetzt mal gekauft. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zurück
hier in unseren Laden. Also ich muss sagen, es läuft an sich schon ganz gut. Wir haben jetzt schon 600 Dollar, das läuft hier. Aber wir wollen das Ding natürlich noch vergrößern. Wir haben viel zu wenig Sitzplätze aktuell. Wir werden jetzt mal hier, wo kann ich das denn machen? Hier auf, erstmal werden wir hier das goldene Tippchar aufstellen, Leute. Direkt hier. Oder wo sollen wir das aufstellen? Was meint ihr? Nee, wir machen es hier neben Eingang. Hier sollen die Leute mal Trinkgeld noch da lassen. So, dann können die nämlich hier so rauslaufen und noch ein bisschen Trinkgeld für uns da lassen. Das finde ich doch mal eine gute Sache. Da kriegen wir mehr Geld dadurch. Dann, meine Freunde, fangen wir hier mal mit den Küchensachen an. Und zwar unser Koch, der gute alte Bruder, der kriegt jetzt hier erstmal einen besseren Ding hier. Hier, das ist doch schöner, Leute. Da kann er besser kochen. Stainless Dishwasher. Oh, Leute, okay. Das ja auch schon mal. Oh, Leute, guck mal, der geht hier direkt ans neue Gerät. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. So, dann können wir das ja eigentlich hier weglöschen, den Dreck hier, Leute. So, dann kriegt er hier auch was Besseres zum Tellerwaschen. Genau. Oh, das sieht doch hier schon besser aus, die Küche, ne? Viel moderner. Dann Furniture. Dann gehen wir mal hier auf die Möbel. Oh, Leute, guck mal hier, die modernen Tische. Das sieht ja auch viel, viel schöner aus. Komm, dann machen wir hier mal noch einen modernen Tisch hin. Und dann hier so die modernen Stühle. Zack, dann machen wir das alte Zeug hier auf jeden Fall weg. Das sieht ja hier nach nichts aus, ne? Das alte Zeug, das sieht ja hier auf jeden Fall mal nach nichts aus. Und ich würde sagen, das machen wir hier auf der anderen Seite auch nochmal, damit wir hier direkt mal mehr Sitzplätze haben. So, so, so. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Alter, wir werden jetzt hier unser Restaurant viel, viel krasser machen, weil mit mehr Sitzplätzen haben wir mehr Kunden, die auch mehr Geld da lassen. Ich glaube, ihr versteht schon, wie der Hase hier läuft. Das alte Zeug, das muss ich hier mal wegreißen, ne? Das muss ich hier auf jeden Fall mal wegreißen. Ich glaube, ich stelle jetzt gleich auch mal einen zweiten Kellner ein. Das ist mir liegt hier das Geld teilweise zu lang rum, Leute. Nicht, dass das noch jemand klaut. Wir stellen mal noch einen zweiten Kellner ein, damit dann geht's auch schneller. Da freuen sich die Kunden auch, dann geht's schneller. Sollen wir direkt noch einen zweiten Koch einstellen? Ja, machen wir auch gleich. Kommt gleich. Wir machen gleich noch einen zweiten Koch. Wie kann ich denn hier diesen Teller abstellen? Ich will den Teller nicht mehr bei mir haben. Hallo. Gut, weil wir müssen uns jetzt hier wieder drauf konzentrieren, hier den Laden zu erweitern. So, dann machen wir hier nämlich wieder Sitzplätze hin und dann hier wieder ein Tisch hin. So, Abfahrt, Leute. Ich frage mich aber, warum das hier gerade so rot leuchtet. Oh mein Gott, Leute. Der Koch ist voll überfordert. Schaut euch mal die ganzen Bestellungen an. Der Koch kommt gar nicht hinterher. Wir müssen auf jeden Fall einen zweiten Koch einstellen, Leute. So läuft das nicht. Aber wir haben auch nur eine Ding hier gerade. Wisst ihr was? Ich gehe. Oh mein Gott, mein Restaurant ist voll. Der Laden hier brummt, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen ganz schnell hier nochmal einen zweiten. Nee, wisst ihr was? Wir holen direkt noch zwei weitere davon. Hier, dieses Stainless-Ding hier. Oh mein Gott, 4000 Dollar kostet das. Oh nein, 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 nein. Aber wir haben noch die alten Schmutzdinger. Dann stellen wir lieber noch das auf. Sieht zwar nicht so schön aus, Leute. Ihr merkt schon, ich komme gar nicht mehr im Reden hier hinterher. So, komm, Staff, noch einen Koch einstellen. Zack. Ey, Leute, die Bestellungen hier häufen sich. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. So, schnell, schnell, schnell. Los, 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 los. Ihr müsst jetzt hier hinne machen, Leute. Ihr müsst jetzt hier hinne machen. Jetzt haben wir zwei Kellner und zwei Köche. Der Laden läuft. Der Laden läuft, Leute. Was jetzt aber hier noch macht, den Dreck hier wegreißen. So. Und bam. Und bam. So, und dann hier noch ein Tisch hin. So. Sehr, sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, jetzt haben wir da zumindest schon mal die ganzen alten Möbel weggemacht. So, denn das nehme ich hier einmal. Oh, jetzt habe ich hier wieder abgeräumt. Das wollte ich gar nicht. Das machen wir hier rein. Ich bin hier richtig unter Stress. Wir machen hier aber richtig viel Geld. Oh mein Gott, Leute, was passiert hier? Die stehen ja hier gefühlt schon Schlangen, um in mein Restaurant reinzukommen. Was ist das eigentlich hier mit diesem Tippchar? Wie kriege ich denn hier das Trinkgeld? Oder kriege ich das automatisch? Geben die Leute automatisch so Trinkgeld? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ich bin am Überlegen, noch mehr Sitzplätze hier reinzustellen. Aber ich will auch eigentlich hier den Laden gar nicht so vollstellen mit allem. Das finde ich eigentlich schön, dass hier auch ein bisschen Platz ist, Leute. Aber wenigstens der Laden an sich läuft jetzt. Ich würde sagen, wir schließen auch gleich mal den Laden. Wir schließen jetzt auch gleich mal den Laden, damit ich hier mal in Ruhe umbauen kann. Weil das sieht hier alles nach nichts aus, ne? So, ja, wir wollen das Restaurant jetzt closen. Alle hier raus, raus jetzt hier. Der Laden ist geschlossen, Junge. Checkt ihr das? So, gut, der Laden, wir haben das mal ganz kurz hier geschlossen. Damit wir jetzt hier uns mal einen Überblick bereit machen können, Leute. Weil das ist hier... Und zwar hier diese hässliche Ding will ich hier mal wegmachen. Genau, wir machen hier nämlich ein Marmortischchen. So ein Marmortresen. Das sieht doch hier schon mal viel, viel schöner aus. Dann hier dieses Eckding machen wir auch weg. Bam, ey Leute, schau mal das Restaurant. Das sieht doch jetzt schon mal... Das sieht doch jetzt hier schon mal 10-mal krasser aus. Das wird hier alles ein topmoderner Laden. Uiuiuiui, Leute, so sieht das doch mal besser aus hier. Das Problem ist, wir müssen hier irgendwo so diesen Order-Stand machen, aber das sieht ein bisschen nach nichts aus hier, diese Order-Ding. Das gefällt mir nicht. Wir gehen gleich mal in den Laden, in den Shop und gucken mal, ob wir da was Schöneres finden. Weil schau mal, wir haben jetzt hier alles so schön weiß und hier so Edelstahlsachen und so. Das sieht ja viel schöner aus. So, wir haben jetzt hier mal so einen Herd. Wie gesagt, den anderen Herd, der ist jetzt noch nicht so schön an sich, aber... Ist ja okay. Ist ja okay, ne? Und jetzt will ich nochmal ganz kurz hier, guck mal. Leute, oh, was haben wir denn hier noch? So moderne Lampen. Oh. Oh, Leute, die Lampen. Davon haben wir auch noch 4 Stück.
Eigentlich sage ich euch, hart auf hart, machen wir hier lieber so die Lampen hin. Ach, ey, das wollte ich gar nicht hier. So, machen wir hier so zwei schöne Lampen hier neben dem Eingang hin. Und die anderen Lampen weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo ich die hinmachen würde. Es ist ja eigentlich voll hell hier drin, ja? An sich braucht man das ja eigentlich gar nicht. VIP, hä? Ich hab hier so eine Statue? Oh, das ist eine Statue von mir. Die ist zwar nackt, aber das haben wir, weil wir diesen VIP-Rang gekauft haben. Okay, das ist cool. Aber wo soll ich die denn noch hinmachen? Wir haben gar keinen Platz mehr dafür. Okay, wisst ihr, was ich mache, Leute? Wir gehen mal ganz kurz zum Shop hin. Wir brauchen hier noch ein paar Sachen. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Und zwar, Leute, ich glaube, ich nehme ein bisschen noch Geld auf. Ich glaube, ich muss hier einen kleinen Kredit noch aufnehmen, Leute. Boah, wie heftig sieht das denn aus? Aber das kostet 90.000. Aua, aua, aua. Nee, so viel müssen wir ja nicht holen. Wir bleiben mal damit. Das sieht ja auch schon gut aus. So, wir kaufen uns jetzt mal hier ein bisschen extra Cash in die Tech, Leute. Kommen wir, Leute, wir kaufen uns jetzt hier mal 15.000 Dollar für 200 Robux. Das als einmal Startbonus. Mehr brauchen wir aber gar nicht, um unser Restaurant zum Laufen zu bringen. Weil damit können wir uns jetzt nämlich hier das Ding hier kaufen. So, zack, einmal. Wir brauchen den ja nur einmal. Wir haben ja aktuell auch nur zwei Köche. Also mehr brauchen wir den ja nicht. Und hier können wir sogar noch ein bisschen Deko holen. Finde ich ja an sich auch eine schöne Sache. So ein bisschen Deko, damit der Laden auch schön aussieht. Oh, guck mal, diese Bambusdinger hier. Das sieht ja auch wild aus. So, komm, davon holen wir mal 6 Stück. Was? Das hätte ich... Oh mein Gott, das sieht ja schön aus. Wie viel Geld haben wir noch? Oh. Oh, Leute, davon. Uiuiui, das Restaurant wird richtig schön werden. So, meine Freunde, jetzt sind wir hier nämlich wieder zurück. Und jetzt machen wir hier nochmal alles fertig, bevor wir wieder aufmachen. So, jetzt kommt hier erstmal nochmal die zweite Stahlkochfläche. Sieht doch gleich alles viel schöner aus hier hinten. So, dann machen wir hier dieses Trinkgeldglas. Machen wir mal hier in die Ecke rein, Leute. Machen wir einfach mal hier. Ah, nee, ey, ich bin doof. Ich habe diesen Order-Stand vergessen. Ich bin doof, Leute. Oh, Leute, Leute, Leute. Das ist doch, das ist einfach schön. Sieht einfach schön aus hier, die Dinger. So, komm, die machen wir hier so, in die Ecken hin. Ich finde das eigentlich sogar fast cool, wenn das hier so im Raum steht, auch so ein bisschen. Oder wir machen es hier hinten hin. Okay, gut, also eins haben wir noch auf Lager, aber wir müssen ja jetzt auch nicht alle hinstellen. So, hier haben wir noch so eine Bambuspflanze. Ja, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Lassen wir einfach mal. So, Leute, also unser Restaurant sieht doch schon mal richtig gut aus. Aber warum leuchtet das hier so rot bei den Plätzen? Das verstehe ich nicht. Ach, Leute, das Rote hier ist Teppich. Ah, ey, ich bin auch lost. Ich bin auch lost. Das ist ein Teppich hier. So, guck mal. Zack, zack, zack. Und jetzt können wir einfach die Tische hier wieder hinstellen. Bam. Und jetzt sieht doch alles hier schön clean aus, meine Freunde. Ich würde sagen, jetzt machen wir das Restaurant wieder auf. Jetzt kann es hier wieder losgehen. Wir sind ready. Also ich muss sagen, wenn man sieht, wie das Restaurant am Anfang aussah, finde ich, haben wir das hier schon echt schön gemacht. 35 Leute haben wir auch erst bedient. Also wir sind da noch echt ein bisschen ein kleines Schmalspur-Restaurant. Aber alles gut, Leute. Wir haben jetzt zwei Köche, zwei Kellner. Ich musste auch das Ding hier leider hier hinstellen. Es sieht irgendwie nicht so gut aus. Es passt auch gar nicht hier zu dieser wunderschönen Marmortheke hier. Aber die Kellner müssen ja irgendwo ihre Bestellungen abgeben für die Köche. Deswegen, also es geht halt leider irgendwie nicht anders. Naja, aber alles halb so wild. So, wir gucken mal. Köche sind auf jeden Fall am Start hier, meine Kellner sind am Start. Hier, die haben ihre Kochflächen, das läuft ja alles sehr, sehr gut, meine Freunde, sehr, sehr gut. Wir können auch nochmal hier, also wir könnten auch vom Ding her noch zwei weitere Sitzplätze noch hinstellen, um noch mehr Leute unterzubringen. Aber ich weiß nicht, ob das hier dann nicht irgendwie so ein bisschen vollgeklatscht aussieht, ne? Ist ja irgendwie auch nicht so schön. Vielleicht hier können wir noch einen weiteren Sitzplatz hinmachen. So, da können wir noch mehr Leute unterbringen, weil dann verdienen wir ja noch mehr Geld, ne? Ist ja natürlich klar, umso mehr Kunden, desto mehr Geld. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben jetzt auch immer noch 12.500 Dollar übrig. Wir könnten jetzt auch noch sogar noch eine zweite Etage kaufen. Sollen wir das mal machen einfach? Das läuft ja jetzt hier. Okay, wir haben jetzt eine zweite Etage für 4.500 Dollar gekauft. Auf der kann es dann direkt weitergehen. Wow, 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 wow. Nice, Leute. Schau mal da oben, da ist direkt die zweite Etage. Wir haben auf jeden Fall jetzt keinen Schmalspurladen mehr hier. Also der ist ja auch ganz krass, was der hier für einen Laden hat. Der hat auch so ein ganz anderes Design. Das weiß ich noch gar nicht, wie man hier da sein Außendesign ändern kann. Aber egal, Leute. Es läuft trotzdem. Es läuft trotzdem sehr gut hier bei uns. So, jetzt essen die hier alle ihre Burger. Das können wir hier bei den Rezepten. Aber wie kann man denn hier mehr Rezepte freischalten? Egal, das kostet mal 35 Robux. Wir kaufen das jetzt einfach mal, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht, wie man das sonst freischaltet. So, ein Croissant. Okay, jetzt können die hier ein Croissant noch für 26 Dollar essen. Das ist unser neues, teuerstes Essen, ist ein Croissant. Oh Mann, ey, man muss hier dieses richtige Luxusessen anbieten, dass die hier richtig viel Geld da lassen. Leute, so macht man Geld hier. Ah, habt ihr gesehen, die haben hier Trinkgeld nochmal da gelassen.
Okay, sehr gut. Aber dann sollte ich dieses Ding besser woanders hinstellen, weil hier sollten eigentlich nur die Kellner hinlaufen. Dann stellen wir das am besten, weiß nicht, hier in die Ecke oder so. So, genau, lasst mal schön Trinkgeld da. Genau, so läuft der Hase. Sehr gut. So, ich nehme mal hier, wir helfen mal mit. Wir sind zwar der Chef, aber ich helfe ja auch natürlich trotzdem ein bisschen mit. So, gehen wir hier zum Geschirrspüler. Boah, guck mal, die haben auch beide, die haben richtig was zu tun hier, ne? Die haben richtig was zu tun. So, komm. Komm, ich mach hier auch mal die Arbeit. Ja, ja, komm, kommt alle rein. Ah, wir haben gar keine Barhocker mehr jetzt hier stehen. Aber ich habe auch keine schönen Barhocker gesehen, um ehrlich zu sein, weil das soll natürlich alles schön clean aussehen hier. So, dann räumen wir hier nochmal ab. Genau, Leute. Und hier schön in den Geschirrspüler rein, Junge. Ja, der Hase läuft. Also ihr merkt, wir machen gutes Geld. Wir haben jetzt hier schon wieder $500 verdient. Wir haben jetzt auch eine zweite Etage. Wir können ja mal kurz in die zweite Etage hochgehen. Teleport, zweiter Floor. Ja, also rein vom Ding her könnten wir jetzt hier auch wieder Sitzplätze hinstellen, ne? Also wir können hier noch mehr Leute unterbringen. Ich teste das einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt hier noch mal Sitzplätze aufstelle. Warte, wo war das hier? Furniture. Jetzt einfach nur mal rein zum Test her. Machen wir hier nochmal zwei Sitzplätze. Kommen die Leute dann schon hier hoch automatisch oder wie läuft das? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber muss ja eigentlich. Oder muss man hier so eine extra Küche dann hinstellen? Boah, Leute, schau mal, die lassen hier alle wirklich, jeder zweite lässt hier Trinkgeld da. Sind zwar immer nur so 2-3 Euro, aber... Leute, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Was ich aber jetzt echt noch nicht so ganz verstehe. Hier oben chillt niemand. Warum chillt denn hier oben niemand? Vielleicht müssen wir da selbst noch eine Treppe oder sowas hinbauen. Boah, jetzt schon $9.000. Also wir haben jetzt hier, würde ich mal behaupten, schon echt ein gut laufendes Restaurant, was auch schön aussieht. Ah, vielleicht lernen die auch neues Essen, wenn die hier ein weiteres Level machen. Wobei, der eine ist ja schon Level 4, der andere Level 2. Ist jetzt die Frage, wie kann man mehr Essen freischalten? Boah, Leute, hier ist hier schon richtig Betrieb hier. So. Ich mache jetzt hier mal noch einen Sitzplatz hin. Wir können hier nämlich noch Leute unterbringen. So, zack. Und eigentlich war das am Anfang gar nicht mal so eine dumme Idee von mir, dieses Trinkgeldglas hier an den Anfang zu stellen, weil die ja am Ende da eh nochmal alle hinlaufen, um Trinkgeld da zu lassen. Dann sollen die das hier direkt beim Rauslaufen machen. So, machen wir das Trinkgeldglas hier so schön hin. Genau, dann haben wir hier nämlich noch einen Platz frei, einen Platz mehr auf jeden Fall am Start. So, wir könnten sogar noch, obwohl, ne, jetzt gehen uns die Tische aus. Die Tische gehen uns aus, aber egal. Halb so wild, Leute, wir haben viele Sitzplätze. Ich glaube auch, wenn wir hier das Level abschließen, dann kriegen wir weitere Essensgerichte. Das ist, glaube ich, hier das Ding, was man schaffen muss. So. Genau, weil hier für neues Personal muss man auch Level 2 erstmal abschließen. Wir müssen jetzt hier das Level 1 an sich erstmal abschließen. Und dann können wir neues Personal einstellen und kriegen noch weitere Essensgerichte, die uns noch mehr Geld bringen. Aber Leute, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Das Paulberger Restaurant läuft doch auf jeden Fall schon mal. Wenn ihr wollt, dass wir das Ganze weiterspielen, lasst mal ein Like und ein Abo da. Und bis dann, haut rein, Leute, euer Crimex.